Servus Leute, willkommen zurück zum FM1516 mit Grau, den Eisern und Jonan aus Berlin, Freunde. Was geht ab? Ja, wir hatten im letzten Part gesprochen über Verträge, danke auch für 4 Dislikes. Überragend, Jungs. Nein, 17 Likes nach oben. Danke, ich achte eigentlich nicht so sehr darauf, aber manchmal erwischt es einen dann doch und man guckt halt immer wieder darauf. So, also Freunde, wenn ich mir das so anschaue, also ihr habt auf jeden Fall gesagt, dass dieser junge Mann hier bleiben soll. Ja, und das unterschreibe ich auch, würde ich sagen. Was geben wir ihm denn? 400.000 finde ich ganz in Ordnung. Du wirst langsam ans Team rangeführt, können wir ihm, glaube ich, mal sagen. Hier sage ich nichts. 3 Jahre ist okay. Ja, lassen wir die mal drin, für uns auch. Das machen wir raus. Nicht Abstiegsprämie braucht man auch nicht und das kann man auch unterschrauben hier. Dann macht das Sinn. So. Bei Amsif wart ihr euch auch sicher so weitestgehend, dass ihr sagt, den soll man verlängern oder auch nicht. Ich tendiere auch zur Verlängerung eher. Deswegen, ich halte mir das noch ein bisschen offen, da mache ich mal auf meinen Zettel hier ein Fragezeichen. So. Ja. Dann habt ihr gesagt, mit den die ich verkaufen soll. Aber das können wir auch nach dem Spiel machen, würde ich sagen. Machen wir das nach dem Spiel. Gucken wir uns das Spiel, also die Mannschaft erstmal hier an. Edgar Ye, den können wir wieder mitnehmen. Kessel ist auf der Abschlussliste leider. Tut mir auch sehr leid, aber was willst du machen? So, Maus ist dabei. Wir gehen jetzt ins Spiel gegen Bayern. Kurz und schmerzlos. 100 Punkte stärker. Heißt aber noch nichts. Hinspiel war, glaube ich, ein 2:2. Damen und Herren, wir sind die Mannschaft. Wir sind der FC Bayern München. Erstmal noch was getrunken. Und hier in Berlin, Bayern München. Was ein Spiel. Hoffen wir es mal. Erste Ecke für die Bayern. Weil dreht sich bedrohlich auf den langen Posten. Doch Baumgartel klärt er souverän. So möchten wir das sehen und auch lesen. Im Hintergrund die schönen, den schönen Gesang von den Bayern-Fans. Ich glaube, das wiederholt sich gleich nochmal. Da. Na, 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 na. Gute Freunde. Na, 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 na. So, 20 Minuten und es ist irgendwie ruhig. Konzentrieren wir uns doch mal. Ja, Freunde, wie gesagt, also ihr habt darüber nachgedacht, so, also mit mir. Moment, erstmal die Chance, die Riesenchance von Bayern. Götze legt auf Lewandowski, aber der verzieht. Ja. Oh, Lacazette. Lacazette macht das 1:0 für Bayern. Genau, im richtigen Zeitpunkt ist der Franzose da. Bayern und ärgern uns natürlich. Wir sind auch klasse besser. Ne? Okay. Weiter geht's jetzt. Wieder Bayern. Robben. Ein unfassbares Tor, würde man sagen, oder? 2:0. Ein Glück für uns, dass es keine Elfmeter gibt für Bayern. Müssen wir auch mal hier ein bisschen drauf gehen. Cipriani jetzt. Aber der Schuss von Ibisevic ist zu schwach. Und Neuer hat keine Probleme. Ja, ihr habt gesagt, so weitestgehend. Amsif okay, Amsif nein. Haben wir drüber geredet gerade. Ramzi Hartmann, Eckball. Nabipur, Marcian und Heinrich soll ich wohl in die zweite holen. Da können wir uns gleich mal anschauen. Und Kandidaten für den Verkauf. Ibisevic-Kopfball? Kann ich... Ah, okay. Wembacher, Stolz, Kessel und Benko sollen definitiv den Verein verlassen. Und bei Ibisevic soll man schauen, wenn kein neuer Stürmer kommt, dass wir ihn abgeben. Klasse Diagonalpass von Cipriani auf Costa. Hat Zeit, auf den Heranspringer Özcanali zu warten. Macht er ihn?
Und er köpft wuchtig aus 10 Metern. Scheitert aber am überragend reagierenden Manuel Neuer. Da wäre wieder ein Da Costa mit dabei gewesen da vorne. Krass. Also dieser Da Costa, du, der sprüht nur so vor Energie. Das ist einfach unfassbar. Ja, durchwachsene Noten. Was willst du auch erwarten jetzt gerade? Hier 100 Punkte stärker, die FC Bayern. Aber das soll jetzt keine Ausrede sein. Gut. Wir gehen weiter rein. Gelbe Karte für Da Costa. Keine zwei Tore diesmal, dafür einen gelben Karton für ihn. Das war aber auch ein grandioses Spiel von ihm, muss man sagen. Ne? So. Und die Bayern weiter am Zug. Götze auf der rechten Seite, sah durch, flank auf Lacazette. Der kann den Ball nicht kontrollieren und Amsif geht dazwischen. Ja, ich würde sagen, wenn wir doch, müssen wir mal schauen, dass wir uns so einen Rechtsverteidiger vielleicht zulegen. Ein Belgier soll ich mir auch nochmal anschauen, vielleicht für Meunier. Müller läuft da nicht über das Spielfeld, er leitet den Ball als Tanzpartner, die Gegenspieler als Komparsen. Steilpass auf Lacazette, der muss nur noch vollstrecken und schafft das mit einem wunderbaren Lupfer. 3:0 für den FC Bayern. Da können wir nichts machen, da fallen wir doch auch glatt auf 4. Da funktioniert im Moment überhaupt nichts. Ich wollte hier schon wechseln wieder. Wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren, sagt er. Mhm, hat er recht. Steht ja schon 3:0. Hör mal, Sandro Große. Noch rein. Für Öztunali. Und auch ein Yannick Mause kommt rein für Schnellbacher, der jetzt gelbe Karte sieht. Gegen die Wade Deutschlands. Gegen Jerome Boateng. Der sich das auch nicht nehmen lässt. So. Und zu guter Letzt bringen wir noch einen Kreilach rein für Gibrissot. Dann sind wir auch durch mit den Auswechslungen. Am 30. Spieltag fallen wir erstmal von Position 2 auf 4. Und Bayern spielt sich so wieder nach Europa. Aber naja, ich habe es euch ja vorausgesagt, ne? Am Ende steht Bayern wieder weitestgehend oben. Ich weiß nicht, gab es bei euch mal in einem Spielstand, dass der FC Bayern mal abgestiegen ist? Also ich kenne das noch nicht. Hamburg, Wolfsburg und so, das weiß ich, die sind bei mir schon mal abgestiegen. Aber Bayern München? Ist das bei euch mal passiert? Ich weiß nicht, also vielleicht. Kann man ja nicht wissen, ne? Ja, und das Spiel ist auch vorbei jetzt, denke ich mal. Die Minute kommt. Ja, 3:0 verlieren wir gegen Bayern München. Das war abzusehen nachher in der zweiten Halbzeit. Da ging gar nichts mehr. Aber naja, kann man mal machen. Was heißt, kann man mal machen? Das passiert halt auch in den besten Familien, dass wir hier auf Platz 4 fallen. Ist aber weitestgehend in Ordnung. Man kann ja nicht immer gewinnen, ne? So. 3:0 Sieg für Bayern. 1:0 Sieg Hannover gegen Nürnberg. Damit klettern sie auch auf 14. 1:2 Sieg für Bremen gegen Leverkusen. 1:0 Sieg Gladbach, Hamburg und Dortmund gewinnen auswärts in Mainz. 1:3. 2:2 trennen sich Stuttgart und Wolfsburg. 3:1 Schalke gegen Köln. Frankfurt und Hoffenheim 1:1. Und 60 München 0:0 gegen Hertha. So, das heißt, Wolfsburg bleibt weiter in Erster. Ich denke mal, die machen auch bald alles klar. Und hier ist Freiburg Erster vor Braunschweig. Und ich denke mal, das wird so bleiben. Und jetzt kämpfen noch zwei Mannschaften hier um den Platz 3. Das sind Augsburg und Paderborn. Chemnitz und Frankfurt sind so gut wie weg. Ja, okay, die sind weg. Und auch, ich würde sagen, Sonnenhof hat es auch ganz schön schwer. Ich glaube, das wird auch nichts mehr. Dritte Liga, Karlsruhe souverän mit Preußen Münster, Liga 2 würde ich sagen. Kickers, die können sich hier noch ein bisschen streiten mit Holstein Kiel und Osnabrück. Und Gladbach 2 ist schon weitestgehend weg. Und dann gucken wir nochmal nach Aachen. Souverän, richtig geil. Aachen werden wir bald wieder sehen.
weitestgehend eine Liga oben und das ist super. Spieltagsstatistik, Lacazette. Naja, was will man sagen? Das ist schon verdient, dass er dabei ist. Das nächste Spiel ist dann das Pokalspiel gegen Stuttgart. Wow. Okay. Gut. So, dann können wir mal hier schauen. Klausel für Auflaufprämie, Ibisevic. Statusbericht Verletzung. Guck mal, dann gehen wir mal in die zweite Mannschaft rein und schnappen uns mal den Wembacher und suchen dem mal den Verein, wo er denn spielen wird. Mit einer 63. Guckt euch das mal an hier. Könnte locker bei Braunschweig spielen eigentlich, aber naja. Dann haben wir hier noch Groß Asbach. 65 und 66. Mhm, vielleicht noch eine, vielleicht in die dritte Liga. Was mit Holstein Kiel? Er spielt ja am, das ist ja unser Koop-Partner. Sind auch viel zu stark, die ganzen Verteidiger, ne? Was mit Cottbus? Cottbus sieht doch schon weitestgehend besser aus hier. Ja, nach Cottbus kann er gehen. Aber was hat der Türke? Das weiß man nicht, ne? Ich würde sagen, Cottbus klingt ganz gut. 80.000 Marktwert, vielleicht kriegen wir das ja für ihn. Ne, machen wir 70. Ne, das kriegen wir nicht für ihn. Wir bieten den mal in der Agentur an. 80.000 Heidenheim meldet sich. Dann der nächste im Bunde ist Benko. Naja, da wird auch nichts mehr so draus. 75.000 wird da angeboten. Offizieller Marktwert. Den will auch überhaupt niemand haben. Fortuna Köln, ich denke mal, die haben auch alle bessere Spieler, oder? Hier. Yeah. Die sind doch alle besser, oder? Hm, was ist denn mit Halle? Aydemir Gabuszewski. Hier hat er vielleicht eine Chance, wenn er sich denn anstrengt. Ja. Ja, 55.000, das geht auch voll in Ordnung. Komm, Hauptsache die Jungs, die finden da nochmal einen Verein. So, der nächste im Bunde war Alexander Stolz, auch weg. 3.800. Mache ich denn da? Und Jos kann ja auch ablösefrei gehen, das wäre mir auch Latte. 3.800, ich korrigiere mich. Hauen wir den mal hier rein. Ansonsten gucken wir mal. Wir wollen den alle gar nicht haben, ne? Bieten wir den gleich mal umsonst an. Wir haben anscheinend alle einen besseren Keeper. Okay, lassen wir das. So, und der nächste war noch Kessel. Kessel. Kessel anbieten. Immer nur 1,3 Millionen. Wenn wir auf 1,6 gehen. KSC nimmt ihn nicht. Frankfurt, Dresden. Ja, Darmstadt. 1,2 kann ich mit leben. Sehr schön. Was haben wir denn noch hier auf der Liste? Das haben wir am SIF. Da schaue ich mir noch das an und bei Ibisevic auch. Und dann gucken wir mal noch in die Jugend. Nabipur mit einer 62, Marcian mit einer 56. Wie sieht's hier aus? Ja, da müsste ich in der nächsten Saison einen Schaub schon verleihen. Hier haben wir ja sonst keinen. Ein Weber auf jeden Fall. Hier. Nabipur möchte ich auf jeden Fall schon mal einen Vertrag geben. Der kann von mir aus auch 500.000 verdienen. Kommt 550. Zweite Mannschaft, 3 Jahre nächste Saison. Ich denke mal, das ist er wert. So. Dann haben wir noch Florian Heinrichs mit einer 56. Da sind Blum und Terry vor ihm. Und Vollrad. Wembacher geht ja. Da warte ich lieber noch.
Marcia mit einer 56. Da haben wir noch einen Weber. Da hätten wir nächste Saison Navipur und Marcian, wenn dann. Dann könnten wir den, so wie es aussieht. Naja, eigentlich könnte er noch, der hat 114 Punkte plus gemacht, noch eine Saison da spielen. Wir schauen mal im nächsten Part, was wir da noch machen. Dann haben wir uns so überlegt, hier mal einen Dodel und einen Kramer wieder zu bringen. Damit die Jungs auch mal spielen dürfen wieder. Und auch mal einen Pizarro auf die Bank setzen. Auch mal einen Malte. Einen Niklas. Und ein Holstein hier. Ich sage ja, ich versuche weitestgehend das alles so gut zu machen, wie es geht. So, Verlängerung. Was haben wir denn da noch? Okay. Ibisevic, das, wie gesagt, das müssen wir schauen, wenn wir den verlängern wollen. Naja, viel mehr müssten wir ihm gar nicht zahlen, wenn wir das dann so machen, ne? Dann halt noch die Option vielleicht für einen. Ja, wenn wir ihm zwei geben, dann könnten wir den billig und locker noch behalten. Das heißt, wenn er denn absteigen würde und wir einen neuen Stürmer noch holen würden, ich weiß nicht. Dann war noch die Frage, also wir haben ja hier noch Baumgarten, wir haben noch Kessel, So, müsste man da noch verlängern? Da können wir noch nicht. Öztunali müsste man da noch verlängern, aber das kann man ja immer noch machen, die haben ja noch Vertrag. Dann war noch die Frage nach Belgien. Wir hatten doch mal einen hier, so einen Rechtsverteidiger. Fouquet. Und mit denen vielleicht. Wenn wir Fouquet vielleicht als Backup holen hinter Da Costa. Jungs, dann hätten wir noch einen. Dann hätten wir noch einen zweiten da. Allerdings wäre eine Leier auch nicht schlecht, wenn das geht. Nee. Aber wir müssen mal schauen. Ich gebe das mal hier eben ein. Das ist, könnte sein, dass es jetzt wieder hier, schauen wir mal, eine längere Folge wird. Aber da müssen wir dann durch. Ein Deitch, der hat noch bis 20 einen Vertrag. Da könnten wir dann noch sogar die Option ziehen. Hartmann noch bis 23. Gucken wir mal hier. Suchkriterien. Nationalität. Belgier. Mindestens ein 6er Talent. Der sollte auch schon eine 72 haben. Und dann natürlich realistisch. Ja, da kommt nur ein... Okay. Machen wir mal so. Aber man hat ja immer noch... Das hier habe ich noch vergessen. So, und wenn ich dann nochmal auf die 71 gehe, dann kommt immer noch R, okay. Fangen wir doch nochmal bei der 70 an. Ja, hier sind diverse... Fouquet, der sticht mir direkt ins Auge, weil das ein Rechtsverteidiger ist. Und wenn wir einen Kessel verkaufen, wir brauchen noch einen Ersatz, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Natürlich, was haben wir denn da noch? Wo können wir dann noch uns verbessern? ZOM haben wir große Öztunali. ZM haben wir Krailach und so. Krailach baut auch noch ein bisschen hier ab. Das sehen wir ja, ne? Ne, wir sehen es ja. Der kommt ja auch jetzt... Der wird ja auch 28. Aber das soll ja jetzt ihn nicht abhalten. Können wir ihn sagen, dass er sich verbessert hat? Jawohl. Aber das ist so eine Sache, ne? Innenverteidigung haben wir Jäh und Schönheim. Dass wir uns vielleicht noch einen Innenverteidiger vielleicht doch ranholen, aber ich weiß nicht. Was ist denn mit ihm hier, den wir da hatten? Gucken wir nochmal rein. Machen wir mal so. Wer ist er denn? Brandon Michele oder Michele, Michele oder so. Wer ist er denn? Kennen wir den? Der ist auf jeden Fall zu haben. Aber da noch einen Innenverteidiger reinzustellen, der ein bisschen älter ist, ne? Hm. Können wir hier nochmal gucken. Aslan Agic.
Das ist auch ein Verteidiger. Wow. Hier scheint er nicht schlecht zu sein. Scouten kann man die Jungs, ja? Das kostet ja nichts. Björn Engels. Aaron Iseka. Ein Stürmer. Alexander Scholz. Julien Desart. Fouquet gefällt mir eigentlich richtig gut. Ich weiß nicht. Das ist ein Allrounder durch und durch, ne? Den könnte ich mir bei uns vorstellen, auf jeden Fall. Aber erstmal die zweite Mannschaft jetzt. Verlieren 1-0 im Derby. Ja, Wembacher. Jena bietet 80.000. Komm. Karlsruhe auch. Halle auch 80.000. Und Heidenheim auch. Die bieten für Benko. Und Darmstadt bietet für Kessel. Das nächste Spiel ist gegen Stuttgart. 818er Stärke. Okay, ganz schön gelitten so ein bisschen. Wir bauen leicht ab. Aber uns fehlen ja auch. Oder hier. Ne? So ein Meunier. Aber was, das ist so eine Sache. Natürlich hat man auch wieder ein Formtief, man sieht's ja, ne? Aber das soll uns nicht aufhalten. Im Pokal können wir immer noch Hallo sagen. Ne? So, das Derby haben wir 1-0 verloren. Mause unterschreibt schon mal einen neuen Vertrag, das ist super. Wembacher akzeptiert. Scouting abgeschlossen von Luis auf 10. Mhm. So, A-Jugend gewinnt 4-0. Marcian, 2 Tore von ihm. Oh, Reuschler und Mats Klaassen, sehr schön. Bjarne Neu hat Trainingsziel erreicht. Ja, bei ihm auch so eine Sache. Was machen wir mit ihm, ne? Kessel. So, Wembacher wechselt zu Heidenheim. Benko wechselt zu Halle. Okay. Und kein Verein an Stolz interessiert. Das heißt, nochmal anbieten. Und mir ist auch ablösefrei. Ja gut, Freunde. Das war jetzt die Folge, in der ich hoffe, dass alles so recht machen konnte. Wie ihr euch es gewünscht habt. Zwar kann ich es ja nicht bei jedem machen, das schafft glaube ich keiner sowas. Aber naja. Ich hoffe, euch gefiel trotzdem die Folge so einigermaßen und lasst doch der Sache einen Daumen hoch. Und vielleicht ein kleines Abo, so ein ganz kleines so. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Krauer. Man sieht sich. Ciao.